Speichere ich mal kurz, weil ich habe schon den ersten Schlüssel ja da verschwendet sozusagen. LP023. So, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, was das für ein Gegenstand ist. Wenn er was taugt, laden wir nicht neu. Wenn er nichts taugt, laden wir neu. Und das sind beides eigentlich Quest-Sachen, die sollten hier reinkommen. So, das da müssen wir irgendwann mal demnächst ausmisten. Oh, da ist die Weed-Leg-Mail. Die haben wir ja auch noch. Die solltest mal du bekommen. Kannst du was damit anfangen? Nein. Dann ist die Leg-Mail auch erstmal ausgemustert. Obwohl, sie trägt fast das gesamte Leg-Mail-Set. Gib ihr mal das. Obwohl, nee, erstmal nicht. Weil es gab schon in Grimrock 1 Sets und wenn man alle Sets zusammen hatte, hat man einen Erfolg gekriegt. Und ja, sowas ist mir auch manchmal wichtig. So. Also, wir können darunter gucken und darunter gucken. Und den Gegenstand, stimmt. Den wollte ich als erstes betrachten. Und ja, ich bin echt froh, hier einen Speicherstein gefunden zu haben. So. Schlüssel, den hast du, gell? Nectar Branch Wand. Concentration 2. Ist nicht verkehrt. Sagen wir es mal so. Ist nicht verkehrt, den dabei zu haben. Und du bräuchtest eigentlich mal wieder einen Sack oder so, wo du Zeug reinstopfen kannst. Ja, wenn wir wieder einen finden, kriegst du den dann. So, gucken wir erstmal in den Hub runter, würde ich sagen. Ach, das heißt mal wieder du, Fackel. Sorry. Und hey, das sieht ja sehr cool aus hier unten. Das ist jetzt kein Dungeon in dem Sinne. Also nicht so wie die wir bis jetzt gesehen haben, sondern das ist eine richtige Gruft. Was steht denn hier? Cemetery? Keel Breach Bock? Shipwreck Beach? Hamlet of Stormreach? Okay. Ah, das ist der Hub. Der bringt uns schnell von Ort zu Ort. Okay. Ist nur die Frage, wie öffne ich das hier dann? Gucken wir mal kurz nach Knöpfen an der Wand. Also nach Secret Schalter. Den da kennen wir ja schon. Das ist einfach nur ein Abkürzungssystem. Very nice. Also ja, hier ist nichts. Gut, dann weiß ich nicht, noch nicht, wie man diese Tür hier öffnet. Vielleicht, wenn alle Teleporter aktiv sind. Also so kommen wir schon mal zurück zum Speicherkristall. Wenn wir, also zum Strand, wenn wir Fleisch brauchen von den Schildkröten. Wie weit ist es eigentlich bis zum nächsten Level ab? Ah, noch über 2000, nee, unter 2000. Ah, so 1000. Ja, 1600 Erfahrungspunkte noch für jeden. So, dann können wir jetzt in den Cache runtergehen. In den Speicher. Hier sind Ratten. Ratten können wir theoretisch vergiften. Okay, Ratten, die uns beballern. Wow. So.
Ratten, die uns beballern, sind auch nicht so schlimm, denke ich mal. Zumal du auch immer mal Function hast. Genau. Wow. Aber die sind schlimm. Die können nämlich verdammt schnell angreifen. Für meinen Geschmack viel zu schnell. Ja. Noch einen Schritt zurückgehen. Und da sehen wir nach oben. Okay, rasten wir kurz. So, und gehen wieder nach unten. Okay, du bist schon wieder einer mit einer Knarre. Dich würde ich fast schon am liebsten wieder vergiften. So, dann nimmst du wenigstens durchgehend Schaden, auch wenn wir nicht treffen. Ist das okay für euch? Ja. Okay, ein Vault-Schlüssel. Und das ist nicht so toll. Okay. Wieder nach oben kurz rasten. So. Ja, ich will nicht ständig zum Speicherkristall zurückrennen. Ja. So müssen wir das machen. Immer durch sie durch. Latschen. So. Gut. Ein Schlüssel. Wieder mal ein goldener. Also können wir wieder das benutzen. Und wir haben wieder Zeug dazu gewonnen. Gut. Ja, das ist der Speicher. Das ist eigentlich... Okay, es ist ein Speicher. Hier hätten wir einen Bogen, noch einen, mit Pfeilen. Conjurer's Cache. Ah, da steht immer dabei, wem das gehört. Paladins Cache. Ist ein Langschwert. Okay. Snake Charmer's Cache. Ein Seil, ein Zauber. Ist das, was auch immer das da ist. Das sieht aus wie ein Seil. Und das das Giftschutzarmband. Das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Also ja. Wenn ich das richtig sehe, wir haben 4 Türen zur Auswahl. Hier hätten wir halt Pfeile. Das ist wahrscheinlich der Hunter Cache, oder? Thieves Cache. Conjurer's Cache. Das sieht aus wie Magier. Ich glaube, ich nehme den Magier Cache. Definitiv. Da ist ein Orb. Orb ist gut. Orb ist sehr gut. Nein, halt. Halt. Das hier ist eine schwerwiegende Entscheidung. Tut mir sorry. Aber schwerwiegende Entscheidung bedeutet speichern gehen. Denn nicht, dass der Orb nichts bringt, so wie ich das denke. Weil normalerweise bringt ein Orb, wenn man ihn trägt, Licht. Aber das haben sie vielleicht geändert. Deswegen speichere ich mal kurz ab und dann öffne ich mit dem Schlüssel eine von den Vaults oder eines von den Caches. So, und zwar das des Conjurers, des Magiers also. Orb of Radiance, Energy Potion, Archmage Mantle, Protection, Willpower, Resist All. Ja. Und der Orb? Light Special Attack.
Das heißt, wenn ich ihn gedrückt halte, gibt's Licht. Und wenn ich ihn so andrücke, gibt's. Cool. Der bringt Concentration plus 1, Energy plus 15. Nee, halt, der bringt Energie plus 15. Also ist er gar nicht mal so verkehrt. Und ich bin überladen. So, jetzt immer noch. Immer noch. Wie viel wiegt der blöde Stab denn? 3,5 Kilo, okay. Das hat sich jetzt aber wirklich richtig gelohnt. Denn jetzt kann ich Licht zaubern. Mit ihm. Und boah, regeneriert sich das schnell. Das ist sehr gut. Also ja, falls ich noch einen Schlüssel finde, werde ich wohl den Snake Charmers Dinger öffnen. Weil ich gucken will, was das Seildamm bringen soll. Und weil ich an den Gegenstand da will. Also ja, damit bin ich jetzt zufrieden. So. Das heißt, wir haben jetzt eine unendliche Lichtquelle. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit Fackeln rumrennen. Ja. Ich möchte jetzt mal diese Challenge angehen. Sie wenigstens versuchen anzugehen. Deswegen kriegst du mal das Marterhorn hier in die Hand. Du brauchst eh keinen zweites Waffenset, so nimmt das wenigstens keinen Platz im Inventar weg. Und soweit ich weiß, machen Sachen, wenn sie angelegt sind. Du wiegst ein Kilo, wiegt das. Naja, okay. Das gilt wahrscheinlich nur für Rüstung, oder? Ja, Gewicht von der ausgerüsteten Armor. So, das bedeutet, du wechselst schon mal auf die Schusswaffe. Dann gehen wir hier durch. Drücken den Knopf. Öffnen das Ding. Gehen hier weiter. Summon Stones. Okay. Das war nicht so toll. 4 Steine Gegner. Wow. Nein, das ist garantiert nicht toll. Wow. Autsch. Nee. Und ich bin eingekesselt. Nein, vergisst es. Die würde ich vielleicht schaffen, wenn ich das Force Field oder so hätte. Also, genau das hier. Aber ansonsten nicht wirklich. Und mehr Heiltränke. So. Packen wir mal das alles in den Sack. Da gibt es etwas mehr Platz. Jetzt nochmal in die Vault. Denn ich habe ja nicht abgespeichert. Oder den Cache besser gesagt. So. Und ich glaube, ich gucke mir jetzt doch mal an, was der Schlangentyp zu bieten hat. Ich kann ja immer noch mal neu laden. Ein Rope. Can't climb down here. Serpent und Poison Shield. Und ein Anti-Venom. Nee. Definitiv, nee. Ich hole mir das Magierzeug wieder.